Leute und herzlich willkommen bei Folge 32 von Spongebob. Ne, das ist 33 von Spongebob. Noch ein bisschen in den Bottom, yo. Und wir gehen zum Schiffsfriedhof. Und die geilste Musik ist immer auch da. Ja, läuft bei uns. So. Ahoi, Mr. Thaddeus. Schrubben Sie das Deck. Ja, wahnsinnig komisch. Musst du nicht nach einem silbernen Löffel suchen? Nein, nach einem goldenen Pfannenwender. Was auch immer. Da oben ist einer. Oh, shit. Aber das ist, okay. Ja, genauso. Der beste Start für 30 Fehlversuchen, die rausgekattet wurden und in den Outtakes werden sein tun werden. Können wir jetzt weiter? Schwerstes Level ever, Alter. Also ich finde das schwerer als in Seetangwald. Kann ich euch jetzt nur sagen. Von Seetangwald finde ich nur eine Stelle schwer, das mit den Tickies da. Aber das war's ja dann schon. So, wir können jetzt diesen einen Teil da, diesen einen silbernen Löffel. Ne, diese eine Socke. Läuft ja bei uns. Und wir wollen alles direkt haben. So, Friedhof sei. Kann man auch nicht anders machen, weil denn, wenn ich jetzt so geportet wäre, hätte das nicht geklappt. Und da wäre ich ja wieder SpongeBob. Ja, dann komme ich jetzt die Dinge raus. So, und dann noch dahin. Und jetzt hinschwingen. Dann haben wir die Socke. Ja. Da können wir eigentlich wieder dahin. Nee, lieber nicht, oder? Ja, müssen wir. Denn sonst wäre es richtig scheiße. Müssen wir jetzt dieses Ding hier wieder machen, aber ihr seht das ja nicht. So, jetzt sind wir beim Bandsprung hier. Dann können wir nach oben. Wir sind ja SpongeBob. Haben mehr, hab's kapiert. So. Punkte sammeln ist auch immer gut. Und so, jetzt können wir Sandy werden. Komm. So. Und das geht jetzt eigentlich wieder da, wo wir waren. Nach oben. Hat da gab es hier eigentlich keinen Anwender? Ah ne, den finden wir ja gleich erst. Ah, ja. Dahin müssen wir. Muss man auch erstmal immer raffen, dass man hier hin muss. So, und hier gibt es wieder eine Socke, die richtig gut versteckt ist. So, haben wir noch eine? Ja. Alter, wir brauchen nur noch 6, um das Spiel fertig zu haben mit den Socken. Zumindest. Ja, Sandy ist nicht so gut bei Nahkampf, glaube ich. Sie kann nur das andere Ding da werfen. Ihr Ding werfen kann ja. So, jetzt kommt die Wand, die eingezogen wird immer. Da muss man wieder SpongeBob werden. Also das ist genauso wie bei den Seetankwald, wo man mit Patrick die ganze Zeit umwechselt, aber... bei den meisten Stellen. Hier könnte man das nicht schaffen, wenn man nicht nach links und nach rechts gleichzeitig noch machen würde. Dann guck, das ist schon eingefahren. Oh, glänzend. So, jetzt nach hier. Jetzt kommt hier dieser Wandsprung. Man fällt nicht runter, aber es gibt dann später noch einen, wo man runterfällt. So, den mache ich meistens ein bisschen quer springen. Ja, habe ich aber diesmal nicht geschafft, ja. Dieser eine Typ, der auch Let's Played hat, der hat es sogar, glaube ich, mit den ersten Anläufen geschafft. Hatte ich ja früher auch immer, aber bei PC geht es irgendwie schwerer. Keine Ahnung. Die Steuerung ist halt ein bisschen anders, aber das hat ja nichts damit zu tun. Ja, hier.
Ja. Wir fangen jetzt damit an. Und hier werde ich jetzt wieder zurückgeportet. Und zwar muss ich das machen und danach wieder das andere. Das ist irgendwie hier richtig übel. Okay. Schaffen wir aber schon. Wir schaffen das schon. So. Ja, und hier gibt es wieder einen Checkpoint. Das mit diesem Typen da machen. Ja, hier war der Checkpoint, der ist unsichtbar, aber... Oh doch, den gibt's schon. Hier braucht man wieder Punkte. Zum Glück habe ich Punkte gesammelt dann. Ja, möchte ich füttern. Hier gibt's dann einen Bungee-Sprung, läuft bei uns nämlich. So richtig, ich glaube, ich werde irgendwie schon durch sein gleich. Alter. Wieso kommt das Ding da und nervt mich? Das ist einfach wieder ein Funwender. Läuft bei uns. Und bei mir auch. 74 haben wir schon, ja. Wie viele fehlen denn noch? Ah, einige, also. Aber die sind leicht zu bekommen. Das hier ist jetzt das schwerste ever. Guckt euch das an. Das bewegt sich. da muss man erstmal warten, bis es kommt. Shit, das ist richtig schwer, Alter. Sieht leicht aus, Leute, aber... Ich müsste erstmal selber machen. So, ich muss mal hier erstmal warten. Früher habe ich das auch so gemacht, direkt, aber... Am besten warten. Lohnt sich mehr. Lohnt sich viel mehr. Ja, dann haben wir das geschafft und jetzt einfach nur nach oben, ohne zu sterben. Jetzt einfach nach oben. So, jetzt bin ich wieder da, Leute. Und ich habe jetzt Bildschirm ein bisschen heller gemacht. Da sehe ich jetzt was, Alter. Ah, und hier muss man einfach nur springen. Ah, deswegen. Von Anfang an aber. So. Ich könnte ja den Typen hier machen dann. So, ich habe ihn hingekriegt, den Tippen. Oh ja, und da sind wir auch durch. Hiermit. Ich glaube, ich werde bei dieser Folge nicht mehr machen. Sonst sind wir in 3 Folgen schon durch mit dem... fliegenden Holländer. Ja. Das wäre richtig scheiße. So, dann mache ich das noch. Wir sind wirklich in 3 Folgen durch dann. Ja, die nächste Folge ist dann die letzte vom fliegenden Holländer. Dann könnte ich noch SpongeBob's Traum machen heute. Ja. Also... Leute, das war's dann mit dieser Folge. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.